du ja auch den Bundeskanzler. Ich meine, das ist ja schon etwas, ja, das ist ja etwas wirklich sehr Spezielles und etwas sehr Tolles. Gerade beim Bundeskanzler muss die Frisur ja wirklich permanent bei den großen Auftritten immer sitzen. Gehst du ins Bundeskanzler, ich meine, ich habe ihn bei dir im Salon ja schon sehr oft angetroffen. Gehst du auch zu ihm ins Bundeskanzleramt? Ich hätte schwören können, dass sich die Spielregeln ändern in dem Moment, wo er Kanzler ist. Aber das hat sich nicht geändert. Er war zum Beispiel gerade wieder gestern bei uns. Er kommt nach wie vor ohne Security, ohne Allüren, setzt sich nach wie vor zwischen die Leute und jeder kann mit ihm reden. Und genau das hatten wir gestern. Wenn es extrem stressig wird, dann muss natürlich wer ins Kanzleramt, aber das passiert fast nie. Also das kann ich auch bestätigen, weil ich bin ja bei dir auch Kundin und sehr häufig habe ich Sebastian, mit dem ich aber auch trainiere, beim John Harris, muss ich auch dazu sagen, getroffen. Und immer wenn ich bei dir bin, du weißt, ich bringe immer Essen mit. Ja? Also ich habe immer Angst, irgendwo zu verhungern, habe immer Essen dabei. Und wenn Sebastian kommt, dann weiß er, dass bei mir immer etwas zu futtern gibt. Und er setzt sich dann immer dazu und isst auch dann mit. Und das ist einfach ein netter Zug, finde ich. Weil, ja, das ist jetzt nicht so normal, sage ich jetzt einmal. Wenn man das vergleicht mit den Politikern, nämlich wie sie früher waren, du weißt schon, die alte Garde, wie, ich sage jetzt einmal, weiß ich nicht, Zinnowatz oder egal wer. Ja, ich hoffe schon, dass er niemals eines Schlechteren belehrt wird und irgendwann mal was passiert auf der Straße, in der Öffentlichkeit, dass er Security nehmen muss. Momentan leben wir diesbezüglich wirklich in einem gesegneten Land und es soll so bleiben. Und solange wir solche Leute haben, die das auch dementsprechend offen leben, funktioniert doch irgendwas dann schon noch. Ja, da sind wir froh. Also momentan leben wir ja wirklich noch von der Insel der Seligen.